Yonder is a mountain, yonder is the sea. I'm down by the river. Ich bin Longfall Jefferson und komme aus der Schweiz. Great. Ich habe eigentlich einfach Jazz studiert, weil das war die beste Ausrede, um den ganzen Tag nur Musik zu machen. Ich konnte eigentlich kein Jazz spielen und ich kann es auch bis heute nicht, obwohl ich ein Diplom habe. I look on open fields, I hear the engine sound, the rattle of the wheels that carry me around. For miles and miles on rails I am rolling. Ich habe irgendwann mal auf so einem Flohmarkt in der Schweiz so ein Kleinformat Postkartenserie gefunden, so wie das halt so wie ein Akkordeon so sich aufhalten lässt. Und das waren alles so in diesem Stil, halt so Schwarz-Weiß-Fotografie und dann koloriert, wo man dann noch, man sieht dann immer so ein bisschen, wo sie nicht ganz bis an den Rand gemalt haben und so. Und als dann das Album rauskam, habe ich von dieser Serie zwei Postkarten genommen, um das Artwork zu machen. Und dann hatte ich irgendwann wahrscheinlich vor dem Einschlafen die Idee, dass ich eigentlich auch mein Album auf Postkarten verkaufen könnte. Und dann habe ich begonnen, immer in Antiquariaten nach irgendwie solchen leicht überkitschten Postkarten zu suchen, die hinten nicht beschriftet sind, damit ich da einen Download-Code hinten drauf kleben kann und das dann an meinen Konzerten verkauft habe, tatsächlich. Mit der Idee, dass man den Code dann irgendwie zweimal benutzen kann und die Leute, wenn sie sich das dann gedownloadet haben, dann danach noch an jemanden schicken können. So als musikalischen Gruß. Was halt schon richtig herausfordernd ist, wenn man immer Solo spielt, ist, dass man sich selber immer wieder überraschen muss, damit es irgendwie spannend bleibt. Und das gelingt dir einfach nicht jeden Abend. Und sobald du halt mehr als eine Person bist, die spielt, dann passieren einfach Dinge, die man nicht planen kann. Es ist immer irgendwas da, was noch nie da war. Für uns ist es die erste so Show an einem Showcase-Festival. Viel geprobt und ich habe auch, glaube ich, noch nie wirklich so ein gutes Gefühl gehabt mit der Band, wie jetzt bei den letzten Proben hat sich das irgendwie nochmal so irgendwie schön zusammengefügt. Schön groß.